Hallo, kurzes Galerietutorial. Also, ich mache mir schnell ein Gebäude. Ich baue mir meine Wand rein. Ich mache mir einen Querschnitt durchs Gebäude. Und so weiter raus. Das Ding. Ich setze mir ein Dach drauf. Dach. Nein, dieses hier, Geometriemethode gedreht, hier First reinsetzen, Dachvorsprung und halt vorher einstellen. Im Schnitt schaut das Ding so aus. Eine kurze Fußbodenlinie, Höhenlinie, also Hilfslinie, dann das Ganze 50 cm drauf, 0,5. Also, verdammt, das brauche ich natürlich. Also, schnappen. 0,5. Ich brauche mehr Licht. Das heißt, hier sollte das Dach dann sitzen. Okay, hole ich mir herunter. Hier Hilfslinie nach oben. Oder eine echte Hilfslinie von Arcad verwenden. Gibt einen Schnittpunkt. Steuerung E. Runter. Dach sitzt drinnen. Könnte ich die Wände verschneiden. Lasse ich jetzt mal. Ich gehe in den Grundriss. Ich sage hier alle Wände. Gesamte Fußbodenfläche geht von hier bis hier. Und die soll jetzt nur mehr ein Drittel haben. Wie viel haben wir momentan? Steuerung T, Flächenmaß, okay, 85 Quadratmeter. Ja, müsste ich jetzt rechnen. Ich setze jetzt das eben so rein, dass ich nur mehr ein Drittel habe von meinen 85 Quadratmeter. Das muss ich dann ausrechnen. Das kann ich so lange hin und her fahren, bis ich es habe. Setze es in der Mitte, Steuerung E. Wo ist die Mitte? Dass ich es wirklich in der Mitte habe. Keine Mitte zum Finden. Auch nicht das Wahre. Gibt keine Mitte. Okay, mache ich mir schnell eine. Wurscht. Okay, das schalte ich jetzt aus. Das. Das. First. Ich sage, das soll jetzt meine Galerie oben sein, nicht? Kopiere ich mir. Steuerung C. Gehe in den Schnitt. Steuerung V. Das heißt, hier würde meine Galerie da drin sitzen, wenn ich genau diese Fußbodenfläche haben will. Ich mache mir einfach eine Linie. Von hier. Nach hier. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Kann mir meine Höhe zum Geschoss herausmessen, also 2,945. Rechte Maustaste Geschosseinstellungen, das war von mir aus mein DG, darüber einfügen, Galerie 2,495. Okay, so. Drauf mit mir. Okay. Passt. Es wird natürlich das Dach in 1 Meter Höhe geschnitten. Wenn ich jetzt das hier anzeige. Und hier. Rechte Maustaste als Transparent quasi anzeigen. Und hier jetzt meine Decke hereinzeichne, die ich auf in dem Fall 0 setze. Dann müsste ich jetzt hier eine Decke herin haben, genau auf dieser Höhe. Steuerung E. Setze ich mir zum Beispiel hier raus. Kann ich aus Holz machen oder wie auch immer. Steuerung.
Also Stand 2 im Grundriss. Hole ich mir hierher und Steuerung M, Mirror. Ganz kurz auf die Steuerungstaste drücken, kommt das Plus beim Cursor. So, wie schaut das jetzt im Schnitt aus? Und so weiter. Ich hoffe, damit geholfen zu haben.